So, wir sind auf Leitung. Gut, Marc, hast du schon oder geht's? Also, Jungs, Hier. es freut mich immens, dass wir es endlich zustande gebracht haben, nachdem zuerst der eine weg war, dann der andere weg und wie auch immer, dass wir uns tatsächlich jetzt noch, bevor wir uns dann also physisch in Bad Kirchheim treffen, dass wir es hier noch zu einem Dreier schaffen. Einfach um ja aus unseren drei Blickwinkeln eine Einheit zu machen oder eine Vielheit, hahaha, Frank, das ist ganz für dich. Das Wort Vielheit hat schon in diesen Tagen, eine andere Wirkung. Ja, lasst uns einfach einen Rundumblick machen, entschlüsseln, was ist hier aus einer Metaposition oder aus einer halbhohen Position, was erkennen wir? Einfach rumschauen und die Zeitqualität mit berücksichtigen, in der wir natürlich auch drinnen sind. Das haben wir auch schon im Vorgespräch festgestellt. Wir sind auch inmitten dieser Energie. Aber die höchste Kunst ist, mittendrin zu sein und trotzdem es entschlüsseln zu können, es beobachten zu können, es entziffern zu können und am besten noch auflösen können. So, das ist jetzt der kleine Anspruch, den ich heute an unsere Sendung habe. Ich wollte euch nur ein bisschen unter Druck setzen. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir drei nochmal zusammen sind. Die Spannung steigt vor Kirchheim. Hier nochmal in Zoom zusammen sind, bevor wir uns dann ja treffen in wenigen Tagen. Finde ich sehr, sehr spannend und ich freue mich schon sehr auf unser buntes Programm, was wir zusammengestellt haben und auf die Zeit, die wir dann mal verbringen, ne? Wir haben ja viele tolle Redner dabei. Marc, vielleicht kannst du nochmal was zum Programm sagen. Magst du, oder? Du hast den. Ja, ich rufe es mir kurz am zweiten Bildschirm nochmal auf, nicht, dass wir irgendwas erzählen. Wir haben es jetzt nochmal geändert. Vor Ort möchte ich auch gleich dazu sagen, das kann jederzeit sein, dass wir das dann den Umständen vor Ort ein bisschen anpassen werden. Ein bisschen, beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Das nur vorneweg. Ganz kurz einen Moment. Ich Ja, muss ich habe hier. dich da eben reingeworfen. Ich wollte es vorhin in der Ja, Vorsprache sagen, ich hatte es ganz vergessen. Also wir haben ja zum Beispiel Vorträge, Martin Hipp wieder mit seinem Tartarier. Dann dein Vereinsrechtler, den du gewinnen konntest. genau, der Wolfgang Reischmann wird mit dabei sein. Der kommt Genau. allerdings erst am Freitag, wahrscheinlich Mittag oder Nachmittag. Das wird sich ein bisschen, ja, also der wird am Samstag spätestens dann nochmal auf jeden Fall was dazu sagen. Dann haben wir fangen jetzt nochmal ganz kurz an. Also am Donnerstag werden wir uns vorstellen. Ab 13:30 Uhr ist der Einlass. 16 Uhr ist die Begrüßung. Wir haben da noch ein paar Regeln, da werden wir auch dann nochmal darauf hinweisen. Ganz klar, wir sind im Ashram. Da gilt kein Rauchen, kein Trinken, kein Fleisch oder Fisch oder irgendwas anderes. Dann haben wir ab 16 Uhr circa fangen wir mit der Begrüßung an. Dann werden wir alle Referenten vorstellen. Also es ist der Peter Denk mit dabei, der Martin Hipp, dann der Zirkus Josef, für die, die beim Volitionskongress mit dabei waren. Das sind die vier Musiker. Das ganz speziell werden dann der Otto und der Martin auch vorgestellt. Die machen die systemische Aufstellung. Und wie gesagt, der Wolfgang Reischmann kommt aber erst dann am Freitag irgendwo oder stößt zu uns. Und dann haben wir noch den Henry Tischer, das ist also auch mein Geschäftspartner und Mentor, aber ein Unternehmer mit über 50-jähriger Erfahrung, auch was es, wenn es darum geht, Leute in die eigene Berufung zu führen. Der wird also auch seinen eigenen Workshop halten für viele, die einfach sagen, was soll ich machen? Ich kann in meinem alten Job nichts mehr machen. Ja, finde den Weg zu dir selber, da ist er Experte. Dann haben wir das Konzept der systemischen Aufstellung, was vorgestellt wird als Vorbereitung für den Freitag dann. Dann kommt unser Dreier. Wir wissen noch nicht, worüber wir reden, aber wahrscheinlich wird uns was einfallen. Und dann wird es ein bisschen musikalisch werden und am Ende wird es noch ein Konzert geben. Also das Musikalische ist, da dürfen alle mitmachen oder eben Freizeit. Ich hoffe, es machen viele mit. Freitag beginnt dann relativ früh schon mit dem Frühstück zwischen 8:45 und 9:15. Wir fangen ab 9:30 Uhr an, weil wir dann einen pickepackevollen Tag haben. Wir haben den ersten Workshop um 10:30 Uhr, der wird bis um 12 Uhr gehen. Das ist einmal der Henry. Und wir haben nebendran, weil das auch von den Leuten nicht ganz laufen wird, den ersten Familienaufstellungstermin oder die systemische Aufstellung. Dann haben wir Pause, wo man auch tatsächlich mal auf die Leute zugehen kann, wer das möchte. Dann wird in dem Fall auch das Warmi einen Rundgang machen.
Haben wir das Mittagessen, dann haben wir den zweiten Workshop. Da werden wir Katharine haben auf der einen Seite und den Workshop mit mir. Da geht es aber eher um das Thema Immobilien, also dass wir das getrennt haben. Das ist dann eher ein bisschen was Spezielles, wo wir auch einmal vorstellen, was wir sonst so tun. Und dann haben wir noch einmal deinen Vortrag ab 16:30 und den zweiten Teil von der Familienaufstellung. So ist es jetzt geplant. Das kann sich aber noch ändern. Und dann haben wir, wenn der Wolfgang es bis dahin geschafft hat, ab 18 Uhr eben den Gründung österreichischer Verein. Also das ist aber nur eine ganz kurze Vorstellung. Und dann haben wir Fragerunde. Und dann haben wir noch einmal eine musikalische Einlage für alle. Und dann ist der Freitag auch zu Ende. Und dann haben wir als Vorträge am Samstag um 10 Uhr den Peter Denk. Dann haben wir den Martin. Dann haben wir Mittagessen. Dann haben wir unsere lange große Podiumsdiskussion. Da haben wir uns mindestens 2,5 Stunden reingenommen. Und da werden wir sehen, wie sich das eventuell ergibt. Sollten irgendwelche Leute Interesse haben, Einzelgespräche zu führen. Wir hatten ja da Formulare. Es wird auch dort Formulare geben, kann man machen, wo man sagt, können wir uns vielleicht mal kurz in das Separé zurückziehen oder irgendwas anderes. Das sind so die Dinge, die da eben gedacht sind. So schaut im Moment unser Programm aus. Ich denke, damit sind wir voll. Da wird eine Menge geboten werden und ich hoffe, dass natürlich da jeder irgendwo was finden wird für sich. Aber das ist auch zum Mitmachen gedacht. Also es ist nicht nur reinhocken und nichts und alles auf sich reinrieseln lassen, das gleich von vorne gesagt, sondern es ist also wirklich jeder hier herzlich eingeladen, dass er selber was tut. Also an sich, ne? Nicht unbedingt jetzt an den anderen. Aber das ist eigentlich. Es können die Leute sich aussuchen. Also sie können jetzt auch nur, du Ja. hast noch vergessen, der Swami macht noch einen Vortrag, jetzt noch Genau. für die Spirituelle. Ja. Und ja, ich habe mir überlegt, entweder ich rede nochmal zur Zukunft genauer oder mache, wenn wie die Leute wollen, einen Costa Concordia-Vortrag oder mit der Katharina ein Duo zu einem spirituellen Thema. Da gucken wir mal, wie die Tagesenergien so sind. Was, Katharina, oder? Ja, gerne, das finde ich immer super. Du mit RV und ich, also, oder wie auch immer, es ist ja nicht festgelegt. Ja. Also wir gehen da auch Gerne. auf Wünsche der Teilnehmer ein. Also das ist nicht so, dass wir jetzt hier alles vorgeben, sondern letztendlich ihr seid eingeladen als Teilnehmer hier auch mitzugestalten und uns auch dann dementsprechend Anregungen zu geben. Und ja, wir schauen, dass wir darauf eben eingehen. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir wollen eben nur eben gucken, dass wir hier für alle was bieten. Ja, es gibt schon ein Programm, ne? Man kann sich berieseln lassen. Auf der anderen Seite kannst du auch mitmachen. Dafür haben wir dann Spezialisten da. Ja, kann man für sich gestalten. Wer die Anlage kennt, Ist der groß weiß. genug, man kann sich Genau. verteilen. Ja, man kann, genau. Das ist jetzt nicht so, dass du ständig nur auf Front zugehauen wirst, sondern kannst dann auch mal rausgehen, guckst über den See oder trinkst was sonst irgendwie, ne? Ja, sehr, sehr schön. Wir haben dann noch die Option, weil wir mit den Übernachtungen sind wir ja voll, gell? Ja. Dass die Leute auf den Tag kommen können. Ich finde es sehr schön, dass man dort einfach, ohne dass man jetzt Geld braucht, sich sogar sein Essen mitnehmen kann, gell? So war es doch. Also sein Butterbrotchen oder so. Man muss dort nichts kaufen, sollte natürlich achten, dass man nicht alles versaut, ja? Das in Kombination damit, dass man grundsätzlich frei reinkommt. Ist, denke ich, einmalig, ja. Sagen sollte man, wenn man im Ashram was kaufen will, die haben dort anonyme Karten, ja, dass man, also im Ashram selbst, wenn man was trinken will, muss man nicht, wenn man essen will, muss man nicht, dann geht das Bargeld los, ja, mit anonymen Karten. Haben sich jetzt bei mir im Kanal auch dann Leute aufgeregt, die meinten, da bricht die NWO aus. Generell gegen bargeldlose Karten habe ich nichts, erst recht, wenn sie anonym sind. Das hast du mit keiner EC-Karte. Aber gut. Aber gut. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache dazu. Und zwar, es ist einfach eine Frage, wie dort abgerechnet wird. Deswegen hat es nichts mit NWO oder sonst was zu tun, sondern es gibt einen Bezahlautomaten. Du schiebst dort Bargeld hinein und dann kannst du mit dieser Karte dort einkaufen. Ist einfach eine Erleichterung. Also, wenn es dann wieder Leute gibt, die dann irgend so einen Schwachsinn verzapfen, es tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so deutlich ausdrücken muss, dann fällt mir da nichts ein, weil du nur mit Bargeld an die Karte rankommst. Natürlich auch mit einer EC-Karte, aber dann
ne? Für die Leute, also die meinen, Ja, sie mich hat's, können. ich muss wirklich sagen, entschuldige, aber mich hat es auch wahnsinnig geärgert, weil der Alltag dort draußen besteht daraus, dass überall Kartenleser sind und zwar nicht anonyme. Ja, da wird sich nicht aufgeregt, da lebt man einfach im Fluss der Zeit mit. Und wenn wir dann hingehen und haben in diesem Ashram eben Bargeldkarten, die anonym sind, dann wird die NWO ausgerufen. Und das ist dieses zweierlei Maß. Okay, vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen sehr pieksig oder sehr empfindlich, das mag schon sein, ja. Frank, was hältst du denn davon? Ich bin ja immer dafür, die Energie zu nutzen, die gerade da ist, und sie ist gerade aufgelegt. Ich meine, reden wir doch hier von tatsächlich von energetischen Angriffen, von tatsächlichen oder energetischen Angriffen. Reden wir doch tatsächlich darüber, das kommt nicht von ungefähr. Ob das derjenige, ob der jetzt seinen eigenen Wolf reitet oder wie man das jetzt immer bezeichnen will und seinen Emotionalkörper irgendwie hochputscht, oder ob er dafür bezahlt wird, dass er das macht. Aber wir haben es tatsächlich, wir haben es mit gruseligen Energien zu tun. Da können wir auf der höchsten Ebene einsteigen. Machen wir sicherlich gleich noch. Da können wir natürlich auf die komische Annalena, aber noch mehr auf einen Biden, also die gruseligen Reden, die wir zurzeit, also wenn man die Biden redet, das ist auf der höchsten Ebene eine gruselige, dämonische Energie, mit der wir es hier zu tun haben. Oder auf der ganz, ganz persönlichen, individuellen Ebene im Sinne von energetischen Angriffen oder auch Energien, denen wir ausgesetzt sind. Das finde ich, wir haben ja überlegt, Frank, ob wir daraus ein Thema machen in Kirchheim, um näher reinzugehen. Aber ich finde, wir könnten da jetzt schon, also von diesem halbhohen Blick, nicht ganz Hochmeter, aber doch, was hat es auf sich mit diesen energetischen ja, Angriffen oder mit den egregorialen Strukturen oder mit den Wesenheiten oder Elementalen, wie man sie nennen will? Ob das jetzt, Marc, deine Erfahrungen sind, wenn du eine Zeit lang raus aus dem Feld bist und wieder reinkommst. Aber ich schmeiße den Ball einfach mal in die Runde. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal mit einer Steilvorlage anfangen? Können wir machen. Es sind Energiefelder der Entzweiung, die sind hier. Ich habe mit meinen Franks Freiheiten drüber geredet. Die wabern über diesem Land wie eine Glocke. Sie führen in sich die Entzweiung. Ja? Jeder gegen jeden. Auf politischer Ebene, historisch wäre es das, was der Herr Tholl mit Bletchley Park ins Rennen gerufen hat. Es beginnt mit Gedankenlosigkeit, dass man den öffentlichen Raum einfach raussalbadert, was man eben gerade mal im Kopf hat. Es geht weiter mit bewusster Bosheit bis hin zur, ja, mag sein, bis zum Geschäftsprinzip, dass man sich da finanziert. Es ist ganz einfach. Gemeinsam sind wir stark, entzweit, getrennt sind wir schwach. Und das wird, ich denke, ja, tatsächlich auch mit magischen Angriffen, mit diesen Energiefeldern genährt. Der Marc hat das sowas ja auch schon angedeutet, jetzt im Vorgespräch, als er zurückkam aus dem Urlaub, dass er das auch so wahrgenommen hat, oder? Ja, also Kroatien war wunderschön. Wetter war bombastisch. Also wir hatten, glaube ich, einen oder zwei Tage, wo es tatsächlich ein bisschen mal ein wenig genieselt hat. Ich weiß nicht, ob die angefangen haben, weil wir da unten waren, uns zu besprühen ab Mitte des Urlaubs oder ob das tatsächlich so Standardprogramm ist. Nein, Spaß beiseite. Also tolle Leute kennengelernt auch. Da wird es auch sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft mittel- bis langfristig auch Projekte geben. Also da habe ich mir auch schon was überlegt. Das werden wir dann auch über einen Verein laufen lassen. Aber dazu später mehr. Zu den Energien. Tatsächlich war da unten eine, ich will nicht sagen heile Welt, das war es garantiert nicht, aber es war eine normale Welt. Ja? Und du hast Frohsinn gehabt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was uns auch aufgefallen ist, dass dort Kinder oder wie Eltern zum Teil auch rücksichtslos mit ihren Kindern umgegangen sind. Das ist das eine, ja, weil die sind, was weiß ich, bis nachts um 23 Uhr mussten die dann irgendwo da unten, wo die Band gespielt hat, hast du dauernd Kindergepläge gehört. Das war die eine Geschichte, was wir also doch sehr befremdlich gefunden haben. Und auf der anderen Seite hast du aber wirklich ein sehr entspanntes Urlaubsfeeling gehabt. Also nichts Bedrohliches oder nichts, dass dich irgendwo einer über den Tisch ziehen will oder sonst was, sondern du bist runtergefahren. Und du hast eine gewisse Art der Natürlichkeit gehabt. Und sobald du wieder über die Grenze gekommen bist, also spätestens nach der österreichischen Grenze, du bist auf der deutschen Autobahn, da geht es irgendwie ganz anders ab als in anderen Ländern. Also ich bin kein Verfechter von 130, garantiert nicht. Ja?
Aber wenn ich mir überlege, was hier abgeht, ne, dieses ständige Ausbremsen durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, dann wieder freigeben, dann dieses Rücksicht, also zum Teil ist es mir wirklich so vorgekommen, oder diese Unruhe, nennen wir es mal so, diese Unruhe A im Straßenverkehr, dann plötzlich, wenn du wieder mit Menschen, wenn du plötzlich wieder da warst, also es war schon wie ein Schlag, ja, mit der Bratpfanne ins Gesicht, kannst du fast sagen. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, aber diese Lockerheit, und da braucht mir jetzt keiner erzählen, dass ich nicht wüsste, dass man wieder in den Arbeitsalltag reinkommt. Ja, also ich habe dort auch immer was getan, wir haben ja auch ein Video gemacht. Aber du kommst hierher, du hast ein Gegeneinander. Also das ist genau das, was du beschrieben hast, Frank. Du hast hier wirklich ein Feld, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, äußerst unangenehm und irgendwie immer unter Strom. Da würde ich gern was dazu sagen, allerdings ohne jetzt, also da können wir dann Frank gerne vielleicht dann später also in die Tiefe gehen, aber nur Gedanken, die mir kommen, weil du hast gesagt, okay, die Entzweiung und gemeinsam sind wir stark. Und das stimmt, aber es geht darum, das Feld zu lesen und die Frage, in welchem Feld befinde ich mich? Marc, du hast jetzt gerade beschrieben, ein harmonisches Feld oder mehr oder weniger harmonisches Feld. Es gab auch ein bisschen, aber mehr oder weniger harmonisches Feld oder ein Stressfeld. Wir kennen es vom C-Wahnsinn, das war ein einziges Stressfeld. Und da lag seltsamerweise ja die Falle genau darin, dass wir uns alle zusammen verbinden, weil die Frage ist, womit verbinde bzw. verbünde ich mich und wovon distanziere ich mich? Denn wir haben alle jetzt Jahre hinter uns, wo es genau darum ging, dass wir uns nämlich von dem allgemeinen Feld distanzieren mussten, um überhaupt noch klar denken und fühlen zu können. Also sprich, für mich ist das Wichtigste, das Feld zu lesen. Welches Feld habe ich vor mir? Weil es können sich auch alle einig sein am Schulhof, wenn sie einen verkloppen, weil er zu dick, zu fett oder sonst irgendwas ist. Das heißt also, sagt an sich noch gar nichts aus. Die Frage ist, unter welchem Namen verbinden oder verbünden wir uns? Und darauf. Wir müssen jetzt da nicht so nähern, weil wir können das gerne in einer Extrasendung. Ich wollte es nur hier anführen, dass das alles dass es sehr trickreich ist. Es sind da viele Fallen. Man kann am Ende auch alleine dastehen mit dem, wofür man einsteht. Ganz alleine, isoliert. Das kann auch sein. Lass uns dem Fluss mal folgen, da wo es uns hin. Ich weiß, wir haben Programm, aber lass uns mal den Energien folgen. Also ich nehme das, was hier ist, wahr als ein Feld, ein Energiefeld oder einen Egregor, der Aggression und Krieg schürt, Marc. Das vielleicht zu dem, was du eben auch ausdrücken wolltest, verbunden mit Dreck und mit Urteilen. Mit Urteilen. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe in Ungarn, Katharina, zum Beispiel gemerkt, dass ich den klaren Eindruck hatte, dass die Leute dort mehr in ihrer Mitte und mit sich selbst beschäftigt sind. Währenddessen ich mich reflektiert dann sah als denjenigen, der beobachtet und der auch beurteilt, wie sieht der aus, was macht der, wie laufen die, sonst irgendwas. Das heißt, ich hatte meine Energien im Außen. Die hatten ihre Energien fortwährend, das ging mir nach einer halben Stunde dann so ein, bei sich, die blieben bei sich in ihrer Mitte. Und das war mir ein Rückgriff, deswegen erzähle ich diese Geschichte jetzt hier überhaupt, in der höheren Ebene auf das, was du gerade sagst, Katharine. Das scheint mir der Grund zu sein, der Ursprung, dass wir hier so ein kriegerisches Rechthaber und so weiter Feld haben, weil wir durchweg mit unseren Energien die letzten Jahre immer im Außen sind, immer im Außen. Ich nehme mich nicht aus. Der hat eine Maske, der hat keine, der ist geimpft, der nicht. Und so werden wir gespalten bis zuletzt, ja. Ja, das geht tatsächlich sehr zurück auf die Arbeit, die ich eigentlich sonst hauptsächlich als meine Kernkompetenz, sage ich jetzt mal, erachte, nämlich dieses sich mit dem Fürsorg, das geht übrigens in die Transaktionsanalyse. Ich bin okay, du bist okay, mit dem fürsorglichen Eltern, ich sich selbst und das kleine Kind betrachten oder mit dem kleinen Kind umgehen, mit dem Emotionalkörper umgehen, mit sich umgehen. Und wenn es das fürsorgliche, erwachsene Ich ist, dann ist es im Dienste des Königreiches, dann ist
ist es im Dienste des Guten. Wohingegen, wenn es ein Schweineeltern-Ich ist, wie es in der Transaktionsanalyse genannt wird, dann ist es ein Pseudo-Erwachsenen-Ich, was nur erwachsen tut und in Wirklichkeit eine dämonische Fratze ist. Das ist wirklich wert, dass wir da, also vielleicht, Frank, lass es mal setzen, ob wir da, ich glaube, das wird sich auszahlen, da näher reinzugehen. Ich weiß nicht, Marc, ist das okay, wenn ich jetzt wieder auf die politische Bühne umschwenke? Weil Von mir ran. dann würde ich nämlich tatsächlich auf diese beiden Reden zu sprechen kommen. Das war eine, ja, ich sage jetzt mal, historische Rede im negativen Sinne. Also ich glaube, da kommt der Schnauzbärtige, also okay, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber es kommt, also okay, hat schon was. Ne? Also wenn man vom Setting her sieht, ne, also das war eine offizielle Präsidentenrede in Entschuldigung, Philadelphia, also auch noch ein historischer Ort, Gründungsort. Alles hinten in Rot, in dämonischen Rot. Das hat erinnert an den Gotthardtunnel, sage ich jetzt mal, und andere Dinge in die Richtung. Und was er gesagt hat, war quasi, dass ja, wie viel Prozent, keine Ahnung, mindestens 40% der Amerikaner, also alle MAGA-Wähler, wären Semifaschisten oder ganz Faschisten oder ge gefährliche, die es zu bekämpfen gilt. Also es war eine unglaubliche Rede, wo selbst die eigenen Leute irgendwie begonnen haben, jetzt teilweise schon zurückzurudern. Habt ihr irgendwas davon gehört? Wollt ihr dazu was sagen? Weil das ist ta tatsächlich meiner Meinung nach der Tiefpunkt neben der Annalena. Also diese Inszenierung von roten Farben und so weiter, du hast schon auf den St. Gotthard verwiesen, tatsächlich weist oft in so eine satanische Richtung rein, politisch dann auch in einen Sozialismus, in die Nähe zum Sozialismus, Marxismus. Haben wir auch in der Geschichte etliche Beispiele dazu, ja. Ich denke, sowas ist bewusst gewählt, die Kulisse, natürlich, ja. Filmvergleich. Star Wars Nummer 7, die erste Ordnung. Da hast du genau so ein Bild auch gehabt und es ist jetzt, glaube ich, 6, 7 Jahre her. Ist das dieser Perpetrat? Ist das Nein, das ist nicht Palpatine, weil Palpatine ist da eigentlich schon tot, sondern es ist also der Start der dritten Star Wars Trilogie. Und du hast eben, das waren es, glaube ich, 30, da einige ich mich jetzt nicht, 30 Jahre also nach dem Sturz des Todessterns ist eben diese erste Ordnung erstanden. Und dann hast du tatsächlich eben, dass du diese Truppen hast und die also mit einer ungeheuren Brutalität, das werden wir später nochmal drauf kommen, also hier mehr oder weniger übernommen haben. Am Schluss werden sie weggebügelt, aber trotzdem, das sehe ich also bei so etwas. Und wenn ich meine, Leute, die solche Sachen inszenieren, wissen ja ganz genau, was sie tun. Und wenn ich heute gegen 40%, eigentlich sind es ja mehr, eigentlich sind es faktisch wahrscheinlich 80, zumindest haben wir das mal vor 2 Jahren rausgearbeitet, wenn ich solche Sprüche rausbringe, dann kann ich doch nichts anderes als Hassenergien erzeugen. Und das ist etwas, was ich schon sehr verwerflich finde. Und natürlich auch sehr gefährlich, weil du bist nicht in einer Mehrheit, wo du sagst, wir gegen die Minderheit, sondern wir eigentlich gegen den Rest der Welt. Also so kommt es mir vor, ne? Wenn ich sage, alle sind mager oder 40% sind mager, ich aber weiß, dass bei der letzten Wahl vermutlich, sagen wir mal, mindestens 60% wahrscheinlich nicht alle schlecht gefunden haben von Trump. Dann ist das schon eine Geschichte, wo ich sage, wer geht hier jetzt eigentlich gegen wen und warum? Warum wird das jetzt im Moment so hochgefahren? Und dann diese aggressive Politik überall auf der Welt, gegen jeden. Vor allem hat er ja beim Wahlantritt gesagt, er wird jetzt derjenige sein, der alle verbindet. Also nur so nebenbei. Ne? Also ist mit was ganz, also wir können über Wahlbetrug oder Wahlversprechen nicht eingehalten, da können wir reden, auch wegen der Annalena. Aber ich meine, er hat auf jeden Fall gesagt, er wird sie alle verbinden. Er macht das ganze Gegenteil. Aber die Frage ist ja, es gibt ja wirklich zwei Möglichkeiten, nicht, dass wir das jetzt klären können. Das eine ist, die sagen wirklich, es ist tatsächlich alles eine Inszenierung. Also der hat quasi ein Skript und das ist alles, weil das ist ja schon
schon so absurd. Oder aber, was auch möglich ist, ist, dass es tatsächlich dazu gedacht ist, um, darüber hatten wir es letztes Mal, Marc, in unserer Sendung, um den Bürgerkriegsglut, um die Glut anzufachen, damit der Bürgerkrieg entfacht werden kann, damit die Leute auf die Straße gehen können. Und weil wir erleben ja auch Demonstrationen überall, darauf kommen wir sicher auch noch gleich, und dass man dann die Polizei dahin schickt oder das Militär, was ja schon in der Hinterhand ist überall. Spannend, spannend. Gehen wir darauf mal ein. Diese Biden-Rede kommt mir vor wie ein Zündeln. Und da sind wir schon bei einer Energie, die jetzt in die Zukunft weist, in die nächsten Monate rein. Wir haben die Belege auch bei uns in der Politik, dass man den Volksaufstand, ja, mein Eindruck, beinahe herbeischreibt. Ja, man redet ständig von Volksaufständen, von wütenden Bürgern. Mir kommt es so vor, als wäre da das Timing etwas missraten. Energetisch fühle ich zwar Wut und die wird größer in der nächsten Zeit, aber dieser Grundeintritt für seine Rechte, die wir in 2020 in den Massendemos und so hatten, der sich dann da ausgedrückt gezeigt hat, den empfinde ich momentan nicht. Also da muss einiges noch passieren, wird auch passieren im Außen und dann sehen wir weiter, wie sich das äußert. Ich denke, dann haben sie ihre Massendemos. Jetzt habe ich das so flapsig gesagt, weil ich das halt mutmaße. Ich sehe da bewusste Provokationen drin. Ich sehe da keine Zufälle drin. Du hast die Frau Baerbock auch angesprochen, Katharina, die sich hinstellt und sagt dann, ja, es ist egal, was meine grünen Wähler da gesagt haben. Ich helfe der Ukraine. Man versucht dann sehr, ja, ich meine sehr schlecht, das Ganze noch irgendwie abzumildern, sie ins Recht zu stellen. Ich meine mehr schlecht als recht. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Es geht alles in eine Richtung. Gegenangriff. Frank, eindeutig Gegenangriff. Das heißt jetzt wieder, das sind die Putin-Verschwörer, die haben was rausgestrichen. Also sie verwenden jetzt die Argumente, die vorher auf der anderen Seite verwendet wurden. Also es wird immer absurder. Und sie hat ja auch eindeutig, also es war sogar krasser, Frank. Sie hat wirklich gesagt, ja, auf Deutsch, meine deutschen Wähler sind mir wurscht. Ich stehe zu meinen Versprechen gegenüber der Ukraine. Das hat sie sehr explizit gesagt. Und da muss man sich fragen, wem dient die Frau, wem ist sie verpflichtet? Wenn sie sagt, den Wählern nicht, die sie ja gewählt haben, wir dachten ja, sie ist dann für die Wähler da, offensichtlich sieht sie das dann doch anders. Also zumindest müsste jetzt dann ein klares Dementi von ihr kommen. Ja, das wäre ja das allererste Mal, ne? Und da ist die Parallele zu Biden, weil er macht genau dasselbe. Er zeigt seinen eigenen Wählern den Mittelfinger. Er sagt, ihr könnt mich mal, ihr seid mir völlig wurscht. Also es wird offen, die Fratze ist runter. Hat er denn sortiert? Ja, so Unrecht haben die beiden ja gar nicht, ne? Weil es gibt ja juristische Bedenken, will ich es mal nennen, an der Legitimität des Wahlausganges, ja, also von interessierten Kreisen. Also hier in der BRD gibt es ja immer noch das Thema in Berlin, dass die Wahl ja da nicht gültig gewesen sein soll. Und man konnte das jetzt nicht wiederholen, weil zu wenig Papier da ist. Also komischerweise, die Steuerbescheide kommen aber noch Papier. Also dafür muss es reichen. Bloß um neue Wahlkarten auszufüllen, dafür jetzt nicht. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas gelesen. Jetzt wollen Sie, glaube ich, auch alte Bücher, die man in Bibliotheken nicht mehr so braucht oder welche, die also nicht so gelitten sind, möchte man jetzt verheizen oder in Altpapier verwandeln, damit du dann Wahlkarten ausstellen kannst. Also so Unrecht haben die gar nicht. Ne? Also wenn man es mal unter dem Aspekt betrachten würde. Ich behaupte das nicht, das möchte ich hier gleich sagen. Für die Herrschaften, die wieder zuhören, mögen alle gegrüßt sein. Aber es gibt andere, die das in Frage stellen, aber dann wäre die Aussage richtig. Scheiß doch auf die Bücher, wenn wir kein Gas mehr haben, müssen wir die halt heizen. Hauptsache wird warm, oder? Also, Marc, weil du jetzt gerade von den Wahlen, da fällt mir einiges ein. Und zwar der Wählerwille. Ne? Also wir haben ja jetzt immer mehr, dass diese Demokratie hier wirklich ihre Fratze zeigt. Und wir haben ganz viele Wahlen, wo der Wählerwille komplett vergewaltigt wurde. Also da fällt mir zum Beispiel jetzt ein, also in Prag haben wir ja jetzt Demonstrationen. Und in der Tschechoslowakischen Republik war das ja, da hatten wir vor kurzem, das war nicht lange, hatten wir Wahlen. Und zwar hätten da alle anderen hätten gewonnen.
Oder nein, Entschuldigung, der Kritische hätte gewonnen, der EU-Kritische hätte gewonnen. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht. Und es haben sich alle anderen Parteien zusammengetan und haben das so ausgetrickst. Und so ist dieser Fiala, heißt er, glaube ich, jetzt, ist dann an die Macht gekommen. Gegen den sie jetzt protestieren, weil er eben auch vollkommen für die Ukraine ist. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben in Pakistan den Imran Khan, der ausgetrickst wurde, den sie abgesetzt haben. Also wo auch der Wählerwille vollkommen außen vor gelassen wurde. Das heißt also, das Thema, was ist tatsächlich der Wählerwille, das ist überall. Und wir haben einen Lafontaine übrigens, der jetzt ganz offen sagt, dass die BRD ein Vasall der USA ist. Also das heißt, dass er überhaupt die Souveränität so gesehen in Zweifel stellt. Also es zeigt sich da etwas, es ist nicht mehr verdeckt. Es ist nicht mehr Ja, also verdeckt. was ist der Wählerwille, gell? Gerade die Welcher Frage. Wähler, ne? Wenn jetzt, Definieren Sie Wähler. ich finde ja immer, ich rufe ja immer dazu auf, deinen Nachbarn oder jetzt im Supermarkt, wenn du die Leute siehst, da musst du dir immer vorhalten, dass das alles Wahlberechtigte sind, ja. Okay, gehen wir mal auf den Wählerwillen ein. Wenn jetzt eine grüne Partei bei der letzten Bundestagswahl 15% der aktiv ihr Wahlrecht ausübenden Wahlberechtigten bekommt. Ich weiß nicht, wie viel sind es dann von den Leuten, die du siehst, jeder Zehnte oder so etwas, ja. Dazu kommt ja noch, dass du über die Koalitionen das Ganze dann bündeln kannst, wie du möchtest. Also das Ganze bekommt eine Unkenntlichkeit. Und ich frage mich bei einer mittelbaren Demokratie, wo man letztlich dann nicht gebunden ist an das, siehe Frau Merkel hat es ja gesagt, was man versprochen hat bei einer Wahl, wie sich Wählerwille überhaupt kenntlich machen sollte. Also ich habe da wirklich ein grundsätzliches Problem, wenn du jetzt da sagst, wenn du vom Wählerwillen redest. Weil Okay, ich weiß sorry, ja ich habe jetzt. wieder durchsickern. Nee, nee, das geht nicht gegen dich, sondern es ist eine suggestive Frage. Was ist Wählerwille? Was wollen die Wähler überhaupt? Auch wenn ich jetzt rausgehe, ich erkenne keinen Wählerwillen oder so etwas. Ja? Okay, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass die Demokratie sowas von ad absurdum geführt wird. Ich wollte nicht sagen, also was ich von dem Ganzen halte. Das ist übrigens, aber da wäre man jetzt wieder woanders. Also bei uns in Österreich wird das gerade, also da sind wir jetzt in Wien in der Situation, wo sich alle gegenseitig bekämpfen, weil in Wien geht es bei uns jetzt gerade ab mit dieser Wien-Energie, wo die an der Börse gezockt haben, ausgerechnet mit der Grundversorgung, nämlich mit Energie, mit Erdgas, haben die an der Börse gezockt und haben sich vollkommen verzockt und haben ich weiß nicht wie viel ein Riesenloch, was jetzt natürlich der Steuerzahler ausgleichen soll. Und jetzt kämpft jeder gegen jeden. Also das Ganze wird so ad absurdum geführt. Also ich wollte hier jetzt keine Bresche schlagen für diese demokratischen, ich wollte eigentlich nur aufzeigen, wie absurd das ist, wie sehr es ausgetrickst wird und dass das Thema hochkommt. Also das hast du jetzt auch gerade gesagt, Marc, ne? Das Thema wird präsentiert, ne? In der ganzen Absurdität und der beiden ist sicher einer, der das verkörpert, ne? Der verkörpert das wirklich. Also, es ist unglaublich. Ja, dann kommt dazu, du hast kein freies Mandat, du hast einen Fraktionszwang, dem du dich fügst, du Genau. hast oftmals offene Abstimmung und du hast dann noch deine Bezahlung über die Verbände, denen du dann als Abgeordneter folgst. Wo Kevin Genau. war es, glaube ich, der sagte, hey Leute, macht euch doch wie beim Fußball was an Kragenspiegel, für wen ihr antretet, dann können wir euch besser zuordnen, ja. Ja, Also ja. ja. Ist so eine Option, Gut. ne? Aber ich glaube, da sind wir jetzt, das sind Sachen, die findest du oder fandest du zumindest schon in meinen Schulbüchern. Ich weiß nicht, ob sie noch drin stehen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Wo wollen wir hin, Leute? Wo wollen wir hin? Also ich weiß nicht, wollt ihr in den USA weitermachen? Dort geht die Post ab gerade, aber ich Erzähl. weiß nicht, hab. Ja, also in den USA, wir hatten es schon bei der letzten Sendung, Marc. Diese Geschichte mit der hat ja noch einen so bezeichneten Namen, dieser FBI-Agent Thibault heißt der. Thibault, ist das nicht einer aus dem Shakespeare-Stück? Thibault. Okay, das ist derjenige, der ist bei, na, beim,
Also das ist ein Trump-Gegner der ersten Stunde, der Trump be bekämpft hat und wegen diesem Russia-Gate und so weiter ihn vorgeführt hat. Der extrem, der auch in dieser Razzia da dabei war, also dieser in Mar-a-Lago, ne, so weiter. Und wurde jetzt quasi enttarnt, oder also das ganze FBI wurde enttarnt. Das habe ich schon beim letzten Mal erzählt durch dieses Zuckerberg-Interview bei Joe Rogan, wo er also eindeutig gesagt hat, dass das FBI, und ich habe letztes Mal gesagt CIA, aber es war nicht CIA, sondern FBI und DOJ, also das Justizministerium, Department also of bitte? Department of Of Justice. Justice, genau, dass die beiden Druck ausgeübt haben, um den Hunter Biden Laptop damals bei den Wahlen, also immer wieder bei den Wahlen, genauso unten zu halten wie bei den vorherigen Wahlen die Clinton-E-Mails. Also da ist eine Wiederholung. Ne? Es wird jeweils bei den Wahlen etwas unten gehalten. Und dieser Thibault, es hat dann geheißen, er wäre zurückgetreten, aber in Wirklichkeit ist er abgeführt worden. Und das ist keine Kleinigkeit. Also das ist eine Schlüsselfigur in dem Ganzen. Und diese Razzia, die es da gegeben, oder wie nennt man das? Raid bei Trump, bei Mar-a-Lago, ne? Kannst Das du schon nimmt ja hinnehmen. immer ab. Das nimmt immer absurdere Züge an, ne? Weil dann wurde behauptet, er hätte irgendwelche Dokumente, klassifizierte, hätte er da freigegeben. Aber da wird gespielt mit den Emotionen oder mit Missinformation, weil deklassifizierte, da steht schnell mal oben deklassif, also classified, also streng geheim. Das steht auch auf längst freigegebenen Dokumenten. Also hier wird die ganze Zeit ein X für ein U vorgemacht. Es gibt in dem Sinne keine wirklich handfeste Anklage. Also das Ganze fällt vollkommen auf sie zurück. Und es ist jetzt überall losgetreten. Du hast überall die Talkshows und überall, also auch die Duran hatten jetzt eine Sendung, gerade habe ich noch reingehört, eine Live-Sendung mit einem, der eben auch darüber diskutiert hat, ja, jetzt kommt alles hoch, auch der Durham mit seiner Untersuchung. Es kommt die ganze Kacke, ja, die so lange unten gehalten wurde, die kommt jetzt hoch und es nimmt wieder Züge an von dem, was damals der Plan war, als Trump gesagt hat, we have it all, wir haben alles. Es ist, als wäre dazwischen keine Verbindung da gewesen zwischen dem, was vor 4 Jahren oder wann war das, Marc, wo wir noch die Sendung gemacht haben, live bei der Wahl. Das war na, Das zwei Jahre ist es ja. sind 2 Jahre her. Genau, und da Ganz ist was abgerissen. Und es ist, als würde jetzt das, was damals abgerissen ist, als würde da jetzt wieder die Verbindung aufgenommen. Also ich erkenne wieder die Züge von dem damaligen, von der damaligen, von dem Plan. Ne? Also auch Tucker Carlson, ne? Der alles ganz klar auflegt, was das für ein Wahnsinn ist, der hier abgeht. Und es lässt sich aber nicht mehr vertuschen. Also es kommt jetzt alles ans Licht. Und vor allem das FBI, was komplett im Dienste einer Partei ist. Und das hat wieder Bezug zu dieser Biden-Rede, wo sich zeigt, das ist diese Rede von Biden war übrigens eine diktatorische Rede. Es war eine absolutistische Rede. Und da haben wir die Parallele zu der Annalena, denn auch die hat ja permanent in der Ich-Form gesprochen, wie ein Diktator. Also das zahlt sich aus, die mal anzuhören, die beiden Reden und das zu entschlüsseln. machen wir nicht. Ah. Machen wir nicht, nein. Genau. Horrorfilme kann man sich anders anschauen. Gut. Also das mit dem Plan, bei Plan bin ich immer sehr vorsichtig, weil Plan würde heißen, dass dass irgendjemand irgendwas kontrolliert. Und wie wir wissen, aus dem militärtaktischen, jeden Plan kannst du in die Tonne kicken, nachdem der erste Schuss gefallen ist. Ja? Das ist einfach so. Du kannst dynamisch arbeiten, du kannst nachbessern, du kannst sagen, wir haben ein Ziel, dorthin zu kommen. Eine andere Seite arbeitet da ja auch mit dagegen, dafür, wie auch immer. Also das ist immer so ein Hin- und Hergespringe, zumindest was ich so von Plänen kenne. Und von dem her würde ich eher sagen, Zielsetzung. Die Frage ist halt, wenn man sich jetzt Amerika anschaut, also diese Energieunabhängigkeit, wie Trump aus dem Amt gestiegen ist, was sich in eine totale Energielosigkeit, so möchte ich das mal nennen, weil auch dort wurde Energie unbezahlbar, hauptsächlich im Westen. Also jetzt nicht im Westen der USA, sondern im Westen. Und da herrscht dieses Dollarsystem vor. Und dieses Dollarsystem wird gerade auch zerlegt.
Also da kommen so viele Dinge aufeinander zu. Wobei ich auch der Meinung bin, es wird sich in Europa erst was ändern, wenn Amerika implodiert. Und das, was wir jetzt sehen, was du angesprochen hast, diese ganzen Themen, auch diese legalen Themen, es wird hier keiner zurücktreten muss, weil der Staatsanwalt an die Tür klopft und sagt, sie sind jetzt verhaftet, das ist im Film so. Sondern da werden noch andere Dinge passieren. Und die Seite, die am, in Anführungszeichen, verlieren ist, oder merkt, dass sie unter Druck kommt, das ist aber dann bei uns auch analog, weil Baerbock und Biden, zumindest von der Stoßrichtung, kannst du sie, denke ich, sind sie auf derselben Straße. Ja? Für mich sind die Grünen nichts anderes als der, wie soll man sagen, hier der Ableger geworden der, dieser globalistischen Ideen. Und deswegen marschieren die auch im Gleichschritt. Das, denke ich, kann man durchaus so auch sagen. Aber man merkt, dass immer mehr ausscheren. Genau. Es ist immer schwieriger wird, das zusammenzuhalten. Und je schwieriger es wird, desto härtere Maßnahmen werden sie ergreifen, damit die Leute marschieren. Und das wird genau das Gegenteil bewirken. Ich habe, ja, darauf möchte ich nochmal eingehen, Marc. Das finde ich sehr wichtig. Ich nehme auch eine gewisse Unsicherheit teilweise wahr in der politischen Kaste, die uns da regiert. Als Beleg will ich mal so ein ganz kleines Detail nehmen, wie den Herrn Söder, der jetzt ja, in den letzten Wochen und Monaten öfter schon so Anwandlungen hat, sich als Freund und Verteidiger der Menschen darzustellen. Jetzt sagt er ja, er möchte ohne Maske aufs Oktoberfest gehen. Ja, Glaubt ihr was? auch das ist ja ein Vorpreschen in Richtung dessen, was wir wollen, nämlich unsere Freiheiten zurück. Ja, währenddessen aber dann, und die ganzen Sachen kriegen die nicht mehr getütet, ist nichts mehr rund. Währenddessen aber dann die Kinder weiter in Bus und Bahn mit der Filtertüte da rumfahren sollen oder auch die ganzen Erwachsenen. Oder aber du Arbeitsverträge vorlegen musst in der Pflege, im Krankenhaus, wo du gedruckmittelt sein musst. Das passt alle nicht mehr zusammen. Was ich sagen möchte, in manchem Handeln der Politiker merke ich, dass man schon so aus der Reihe, aus der Phalanx tritt und sich so ein bisschen umorientiert, einen Rückweg offen hält. So werte ich das, was ich da sehe. Auf jeden Fall. Also da ist auch diese Sendung Lanz, wo der Lauterbach bei Lanz war, wo er vollkommen vorgeführt wurde. Und zwar nicht nur von Lanz, auch noch eine, also da war noch eine andere. Ich habe ja die Sendung selber nicht verfolgt, aber ich kannte dann die Meldung. Also da war auch eine, also Lanz ist, war ja auch durchaus ein C-Jünger, ein Zeuge Coronas. Und das war auch dann irgend so eine Thusnelda, die da auch noch war. Die war eigentlich auch immer sehr überzeugt von dem Ganzen. Und beide sind sie also sozusagen auf den Lauterbach losgegangen, beziehungsweise haben ihn vollkommen bloßgestellt. Und zwar jetzt nicht nur subtil, sondern explizit. Also der wurde da komplett vorgeführt. Das weist in eine ähnliche Richtung. Auch viele, viele mediale Berichte jetzt. Ich habe vorhin gesagt, unter anderem, was mir jetzt viele Berichte sind das, ob das jetzt der Stern ist oder die Welt immer wieder. Die Welt kommt immer wieder mit solchen Berichten. Aber zum Beispiel habe ich jetzt kurz vor der Sendung gesehen, bei Focus Online wird ein Grünen-Politiker, ein deutscher regionaler Grünen-Politiker, der sich großartig inszeniert hat, von wegen, er hätte Angst, von wegen Hakenkreuze und Morddrohungen und was weiß ich, sind ja einige, die sich in die Richtung inszeniert haben. Also bei Focus Online wird beschrieben, dass das eine Selbstinszenierung war, dass es sich also als Fake herausgestellt hat, dass er nie bedroht war. Das erinnert an Jesse Smollett, an die Geschichte in Chicago, weil der hat sich ja auch so inszeniert von wegen, er wird bedroht und er hatte die sogar bezahlt. Also da, gut, das will ich jetzt dem Grünen-Politiker noch nicht unterstellen. Ich weiß nicht genau, wie Focus Online das gemeint hat, aber das ist Mainstream. Wenn die sowas schon bringen, ich meine, wir hatten bei uns ja diese deutsche, diese Ärztin, die österreichische, die Suizid begangen hat und wo man das dann hingestellt hat, sie wurde quasi vom rechten Mob quasi in den Tod getrieben. Also das ist so der, das war da noch der Tenor, ne? Also das Da ist, sind und wir das kippt. immer, das ist immer noch das Zündeln. Was ist der rote Faden der Selbstinszenierung oder der Talkshows? Dieses Vorführen, was du gesagt hast, vom Lauterbach jetzt. Es ist einerseits positiv, könnte man sagen, das Aufklären, auf der anderen Seite eine weitere Spielart des Provozierens, die Bürger aufwallen,
Und da sind wir bei der Spielvariante heißer Herbst, ja. Ja, zuspitzen, dass es sich zuspitzt. Ist der Marc Ja. eingefroren oder guckt er, sitzt er so starr? Marc, bist du noch da? Marc? Oh, das Marc, ist blöd, weil er ist der Host. ich Aber dachte, okay. er denkt nach, ne? Aber. Naja, er kommt hoffentlich wieder zurück. Also ich hoffe nicht, dass die Aufzeichnung liegt ja bei ihm. Er hat Glück, es hat ihn gut erwischt, also wirklich stinkende Stimmt. Hose, ja, ist Ja, klasse, ja. stimmt. Gut, also Stimmt. Du. das ist ein weiterer Baustein, Katharina, der in diese Richtung geht, hier wird provoziert, hier wird gezündet, ja, das wollte ich sagen. Genau, ja gut, das geht. Jetzt ist er kurz raus, aber dann wird er wieder reinkommen, gell? Ja, Hoffentlich kommt er mit dem der Dicken. kommt schon wieder. Also wir haben ja auch überall jetzt Demonstrationen von wegen gezündelt. Prag habe ich schon erwähnt, große Demonstrationen und zwar gegen die Sanktionen. Also das in Neapel Demonstrationen. In Wien ist am 10. geplant. Alles gegen die Sanktionen. Aber es gab sonst noch, war das in Frankreich? Ich bin mir nicht Holland hatten sicher. ja die großen Bauernproteste, gell? Genau, in Holland ist wichtig zu wissen, dass das eine der ganz großen Agrarlieferanten, also ich glaube sogar mit der größte ist. Ja. Und da geht man gegen die Bauern los. Also das ist, da werden quasi die Bauern hier angeklagt und ins Abseits gestellt und so weiter. Also das ist schon sehr interessant, was hier passiert. Überhaupt, also der Bürger wird immer mehr in die Enge getrieben von allen Seiten, sodass er am Ende eigentlich gar nicht mehr anders kann als explodieren. Also wenn wir jetzt schauen, also bei uns in Österreich zum Beispiel, ne, jetzt, du denkst ja mit der Energie, ja, ist ja schon schlimm genug mit den Sanktionen, dann kommen die blöden Turbinen dazu, dann kommt Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und dann kommt bei uns in Wien jetzt noch dazu, dass sie das Erdgas, was ja so gesehen gar nicht von Russland abhängig ist, dass das jetzt gefährdet ist, weil sie sich da so verzockt haben. Also die Wut, die da bei der Bevölkerung entsteht, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, und einfach weil die halt, ja, die haben halt herumgezockt und haben das ganze Geld verspielt und es kommt alles an die Oberfläche und jeder spielt sich da jetzt den schwarzen Peter gegenseitig zu. Also das ist eine Atmosphäre in Wien, wo wir gleichzeitig die Bundespräsidentenwahl haben, die ist wirklich, also wie du sagst, so eine Lunte. Ne? Du kannst, wenn du jetzt noch ein Zündholz, dann explodiert das Ganze. Übrigens haben wir das mit dem Explodieren auch tatsächlich. Kriegst du das mit, wie viele in Feuer aufgehen, wie viele Öl, also jeden Tag sehe ich Meldungen von wegen Energielieferanten, die Energie, wie nennt man Öltanker das? vor Gibraltar und sowas, was da Genau, vorgeht, genau. Aber auch in Wien, auch in Wien ja. und bei uns in Salzburg sogar. Also das ist langsam kein Zufall mehr, ob das jetzt Nahrungsmittel ist oder Energielieferant. Also sprich, ach Ja. ja, es wird Geht ein seit Monaten. Mangel erzeugt. Und da fällt mir noch ein, ich habe gerade jetzt vor der Sendung gelesen, Frank, dass die OPEC angekündigt hat, sie wird ihre Ölproduktion nach unten wegen dem Preis. Diese Preisdeckelung, die gefordert wurde, die führt dazu, dass weniger Öl auf den Markt kommt, weil die Leute sagen, für den Preis tun wir es nicht auf dem Markt. Und die OPEC hat jetzt angekündigt, sie wird die Ölproduktion nach unten drosseln. Das heißt also, es ist genau umgekehrt. Sie haben ja immer wollen, dass die nach oben fahren und sie haben gesagt, sie sind ausgelastet. Sie sind stattdessen jetzt nach unten. Also sprich, es wird auch ein künstlicher Mangel erzeugt, beziehungsweise er wird durch diese Preisdeckelung erzeugt, also ganz eindeutig. Und dadurch wird die Inflation noch mehr. Also es ist ein Teufelskreis und an der Katharina, St da war jetzt sehr viel drin. Ja, sorry, ist das zu viel oder magst du einfach Ich mal gehe mal, nee, aufdröseln? ich mach eines, ich fasse das Ganze zusammen. Ich entgegne dir sehr persönlich dabei, warum ärgern mich Menschen mit Masken? Ich antworte dir, weil das, was wir seit 2 Jahren sehen, meiner Ansicht nach kein Pandemie, Hygiene, Virus, sonst was Problem war, sondern das, was du gerade ausschnittweise dargestellt hast. Ein konzertierter, geplanter, bösartiger, hybrider Angriff gegen Menschen und ihre Rechte und jede Form der Menschlichkeit. Und dass das nicht begriffen wird, sehe ich dann in einem Gesicht, das teilweise bedeckt ist, sind für mich ja Kriegsopfer, ja, sind Kriegsopfer, das teilweise bedeckt ist, weil es mir das Ausmaß dessen, was du gerade im Detail angeschnitten hast und was ich versucht habe hochzuziehen,
zeigt, es wurde überhaupt nicht begriffen, was hier passiert. Ja? Ein konvertierter, bösartiger Angriff auf die gesamte Menschlichkeit. Ja? Dem sind wir ausgeliefert, er läuft. Ich will jetzt aber gar nicht so ins Opfer reingehen, weil er hat auf der anderen Seite, wenn wir das spirituell sehen, auf der anderen Seite hat er diesen Erwachensaspekt, das Nachdenken. Und in diese Phase kommen wir jetzt ja extrem rein, das nächste halbe Jahr dann. Ja? Ja, Dann das gucken deckt wir. sich übrigens mit dem, was der Thomas Röper, der hat ja das Buch geschrieben Inside Corona und gibt ja auch immer wieder sehr, sehr gute Artikel raus. Und der letzte ging ja darüber, dass er gesagt hat, okay, mittlerweile ist er überzeugt und die Russen sagen das und er ist mittlerweile auch davon überzeugt, dass dieser ganze C-Virus ein eben von den Amerikanern künstlich im Labor erzeugter ist. Und weißt du, das erinnert mich noch einmal an diese spanische Grippe, weil die ist nämlich da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten, weil die spanische Grippe ist nämlich nicht in Spanien aufgetaucht, sondern die ist in Kansas aufgetaucht, in den USA. Und wurde dann befeuert, also von dem Frederick Gates, der mit dem Rockefeller zusammengearbeitet hat. Und die haben dort damals die jungen Soldaten geimpft und die sind dann nach Spanien und nach England. Und so hat sich das Ganze verbreitet. Da gibt es ganz viel Ähnlichkeit mit dem, was, also es Ja. hatte immer wieder dieselbe Handschrift. Schöne 50 Millionen Tote, das ist doch ein Wahnsinn, damals mit der sogenannten Zyklik. Gamma. Katharine, ich habe einen Verdacht. Der Marc kommt nicht mehr. Es könnte sein, er ist rausgeflogen, kann sich nicht zuschalten. Ich würde Ja. beinahe mal sagen, wir unterbrechen die Wir Sendung, machen unterbrechen. eine Ich kurze habe extra. Pause, kommen in 5 Minuten wieder. Leute, bleibt dran. Wir gehen Genau, gleich raus. Ja? ich habe extra reingeschaut, ob er nämlich was Ja? reingeschrieben hat. Ja? Aber ich habe nichts gesehen. Aber ich bin auch der Meinung, lass uns jetzt kurz mal rausgehen. Würdest du im Zweifelsfall die Aufzeichnung auch wieder starten können, falls der Marc nicht reinkommt? Aber okay, Genau, wir dann versuchen. tue ich die Aufzeichnung hier jetzt auch beenden. Ja, Genau, und dann haben wir diesen abspeichern. Teil. Ja, okay.